بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der Einzige, der Schöpfer, der Allerbarmer, der Barmherzige, der Allermächtige, der Erste und der Letzte. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein letzter Gesandter ist und der Beste unter seinen Geschöpfen und der Lehrer der Menschheit, das Vorbild aller Menschen, der Liebling Allah subhanahu wa ta'ala. Bi-abi wa ummi huwa sallallahu alayhi wa sallam. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag mit der Überschrift: Morgen ist der Tag der Auferstehung. Und wir werden inshallah weiter sprechen über den Tag der Auferstehung und wie Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag beschreibt, was Allah über diesen gewaltigen Tag gesagt hat im Koran. Und wir werden inshallah behandeln, was dort, woran ein Gläubiger, ein Muslim glauben muss, was dort geschehen wird und wie dieser Tag sein wird für die Gläubigen und für die Ungläubigen, für die Guten und für die Bösen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Vers, dass dieser Tag schon morgen ist. Subhanallah. Allah azza wa jalla sagt im Koran über diesen Tag: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Tag: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah azza wa sagt in diesem Vers: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Und eine jede Seele soll schauen, was sie vorbereitet hat für morgen, für den Tag der Auferstehung. Und Allah sagt: Morgen. Allah Azza wa Jalla sagt über diesen gewaltigen Tag: Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Die Menschen sehen diesen Tag weit entfernt. Jeder von uns denkt: Was? Ich habe noch viel Zeit. Dieser Tag ist noch weit entfernt. Allahs Antwort darauf ist: Wa narahu qariba. Allah sagt: Nein, dieser Tag ist sehr, sehr nah. Dieser Tag ist sehr, sehr nah. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, sagt über diesen Tag im Koran, am Anfang von Surat al-Hajj, die Pilgerreise, Allah sagt in diesem Vers, im ersten Vers: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. O ihr Menschen. Er sagt nicht: O ihr Gläubige. Er spricht hier die gesamte Weltbevölkerung, alle Menschen an. Allah sagt: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. O ihr Leute. O ihr Menschen, allesamt, fürchtet euren Herrn. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Allah sagt: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn an dem Tag, fürchtet euren Herrn, denn das Beben der Stunde. Schaut auf die Wortwahl Allah subhanahu wa ta'ala. Und im Arabischen ist das noch ausdrucksvoller, noch gewaltiger, diese Wort Auswahl von Allah subhanahu wa ta'ala. O ihr Menschen, fürchtet Allah,
Denn das Beben der Stunde ist etwas Gewaltiges. Inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Walakin 'adhab Allahi shadid. Allah sagt hier in diesem Vers: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, denn das Beben der Stunde ist etwas Gewaltiges. An dem Tag, an dem ihr es sehen werdet, wird jede Stillende ihr Säugling vergessen und jede Schwangere wird eine Fehlgeburt haben. Und du wirst die Menschen wie betrunken sehen, aber sie werden nicht betrunken sein. Du wirst die Menschen sehen, als wären sie betrunken, aber sie werden nicht trunken sein. Vielmehr ist die Strafe Allahs sehr, sehr gewaltig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt am Anfang von der Surah Al-Anbiya, von der Surah die Propheten, Allah sagt: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Allah sagt, die Zeit ihrer Abrechnung nähert sich. Die Zeit ihrer Abrechnung nähert sich den Menschen, aber in ihrer Achtlosigkeit wenden sie sich davon ab. Das ist das, was geschieht, liebe Geschwister. Die Stunde, der Zeitpunkt für einen jeden von uns, wann der Tag der Auferstehung beginnt, ist mit dem Tag, oder mit dem, besser gesagt, mit dem Augenblick, wo die Seele rausgeht. Wenn du stirbst, an diesem Tag fängt dein Tag der Auferstehung an. An dem Tag wirst du Engel sehen. An dem Tag wirst du Sachen sehen, die du noch nie gesehen hast. An dem Tag wirst du die Wahrheit erfahren. An dem Tag wirst du wissen, was du getan hast. Alles, was du getan hast, an Guten und an Schlechten. An dem Tag wird dir alles bewusst. An dem Tag wirst du auch bereuen. Und das ist der Tag der Auferstehung. Für dich. Und dann gibt es den Tag der Auferstehung für alle Menschen, an dem alle zur Rechenschaft auferstehen werden. Allah Azza wa Jalla sagt, die Zeit ihrer Abrechnung nähert sich. اقترب للناس. Die Zeit ist nahe gekommen. Aber was ist mit den Menschen? Wir leben jetzt und wir sind gerade alle in einem Countdown. Von Minute zu Minute kommen wir diesem Grab näher. Von Minute zu Minute kommen wir dem Tod näher. Von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag kommen wir unserem Tod näher und somit entweder dem Höllenfeuer oder dem Paradies. Aber was machen wir alle, liebe Geschwister? Was machen wir alle? Wir sind alle in Rifla. Wir sind alle in Unachtsamkeit. Wir leben einfach, wir chillen, wir liegen rum. Wir schlafen, wir spielen, wir sündigen. Wir machen einfach gar nichts. Als wäre nichts. Schaut, subhanallah, jetzt so ein kleiner Virus. Ein kleiner Virus, den man mit dem Auge nicht mal sehen kann. Man muss es 100.000-fach vergrößern, damit man es sehen kann. Schaut mal, wie es die Menschen in Panik, wie die Menschen in Panik ausbrechen. Und viele von uns, Gläubige sogar, Geschwister, ich sehe oder höre oder rede jeden Tag mit Brüdern, die praktizieren sind, die Angst haben einfach. Der eine sagt, was soll ich machen, Bruder? Soll ich abhauen? Soll ich einkaufen gehen? Soll ich dies machen? Soll ich meine Familie wegbringen? Was soll ich tun? Schaut, subhanallah, ein kleiner Virus, den man nicht, mit dem Auge nicht sehen kann. Und wir haben Panik. Was wird erst mit uns sein, liebe Geschwister, wenn der Tag der Auferstehung beginnt? Was wird mit uns sein, wenn wir an unserem allerersten Tag in das Grab reingelegt werden? Wie wird dann dein Zustand sein, wenn gewaltige Engel vor dir kommen werden und dich fragen werden nach dem, was du getan hast? Und dir die Fragen stellen werden. An dem Tag, wir sind unachtsam, wir leben einfach, wir chillen vor uns her. Allesamt. Aber sehr, sehr bald wird dieser Tag eintreffen. Für jeden von uns. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Tag was? Er sagt über diesen Tag, wie ich gerade rezitiert habe in Surah Al-Hajj. An diesem Tag, dieser Tag ist ein gewaltiger. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Inna zalzalata sa'a shay'un 'azim. Das Beben der Stunde ist wirklich etwas Gewaltiges. Wer sagt, es ist etwas Gewaltiges? Nicht wir sagen das.
Wir werden gar nicht sprechen können. So gewaltig ist das. Nein, Allah der Allmächtige sagt, dass dieser Tag und das Beben der Stunde etwas Gewaltiges ist. Und Allah berichtet, dass die Schwangere das verlieren, was in ihren Bäuchen ist. Und dass die stillende Mutter, auch das Wichtigste bei ihr auf dieser ganzen Erde ist das, was sie gerade stillt. Dieses Baby. Die größte Liebe und Barmherzigkeit und Zuneigung und Kummer und Sorge ist für dieses Baby. Aber wenn der Tag der Auferstehung kommt, er lässt diese stillende Mutter ihr Baby vergessen. Komplett vergessen, es existiert für sie gar nicht. So gewaltig ist dieser Tag. Und Allah also berichtet, dass man an diesem Tag wirst du die Menschen trunken sehen. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Du wirst an diesem Tag die Menschen betrunken sehen, betrunken, aber sie werden nicht betrunken sein. Du denkst vielleicht, sie sind betrunken, weil sie alle Angst haben, weil sie alle zittern, weil sie alle... Allah Azza sagt über diesen Tag, يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَ. Dieser Tag, der kleine Kinder weiße Haare bekommen lässt. Kleine Kinder, sie haben Haare, sie werden grau an diesem Tag. Vor dem, was sie dort sehen werden. Vor dem, was dort geschehen wird. Warum? Weil man seine Sünden sieht. Weil man sein Buch bekommt in seine Hand und man sieht, du hast... Die wird nicht etwas, das ist keine Verleumdung. Die wird nicht etwas in die Schuhe geschoben. Nein, du wirst ein Buch bekommen. Alles, was du getan hast, wird da drin stehen. So klein wie es, klein oder groß, egal wie klein und egal wie groß, alles wird da drin stehen. Jeder kleinste Fehler, wie Allah sagt im Koran, selbst wenn es so groß ist wie ein Atom, wie ein Reiskorn, egal wie klein es ist, die kleinste Sünde, die du gemacht hast, und die kleinste gute Tat, alles wird da drin stehen. Genauso wie die großen Taten. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, liebe Geschwister, von diesem gewaltigen Tag. Und Allah azza wa jalla macht das auch, um den Menschen, um den Menschen einen Weckruf zu geben. Steh auf, wach auf von deinem Winterschlaf, von der Unachtsamkeit, von der Rifla, in der du lebst. Allah sagt, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Allah spricht über die Sünder. Er sagt, isst und trinkt. Kulu wa tamatta'u, wie viel? Qalilan. Isst und trinkt, ein bisschen, ein wenig. Es ist nur ein wenig, egal wie lange du verweilst auf dieser Erde. Innakum mujrimun. Ihr seid Übeltäter. Und ihr werdet zurückkehren zu eurem Herrn und ihr werdet Frage und Antwort stehen. Die Angelegenheiten, liebe Geschwister, an die wir uns erinnern müssen oder an die wir glauben müssen am Tage der Auferstehung, wie Allah Azza wa Jal sie uns beigebracht hat, die Angelegenheiten, an die wir glauben müssen, sind viele. Und wir haben schon im ersten Vortrag über einiges berichtet, was sein wird, wie die Menschen auferstehen werden auf einer neuen Erde. Auf dieser Erde wurde niemals gesündigt. Wie Allah spricht im Koran in Surat Ibrahim, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Allah sagt in diesem Vers, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ. An dem Tag, an dem die Erde vertauscht wird mit einer anderen Erde. Eine Erde, über die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Eine Erde, auf die niemals gesündigt wurde. Eine reine Erde. Auf dieser Erde werden die Menschen wieder auferstehen. Jeder Einzelne wird von seinem Grab aufstehen. Ja, wie eine Pflanze. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith, alle werden nackt sein und unbeschnitten. Und Aisha radiallahu anha hat sich gewundert und sie sagte, o Gesandter Allahs, wie geht das? Wie geht das, dass wir Frauen und Männer nackt nebeneinander stehen werden? Nackt, unbeschnitten, so wie Allah uns erschaffen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihr, o Aisha, dieser Tag und der Zustand wird viel, viel gewaltiger sein, als dass jemand sich einen anderen Menschen anschaut. Deine Gedanken, dein Herz, deine Gefühle werden nicht sein, so wie heute. Dass du überhaupt den Gedanken hast, dir andere Menschen anzuschauen oder um dich herumzuschauen. Nein, du wirst an diesem Tag zittern. Du wirst Angst haben und zittern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Tag, dass dieser Tag 50.000 Jahre lang sein wird. Dieser eine Tag wird die Dimension von 50.000 Jahren haben. Du fragst vielleicht, wie kann das sein, ein Tag, 50.000 Jahre? Wir sagen das, was Allah Azza wa Jalla gesagt hat im Koran.
Und wenn du ein Gläubiger bist, du glaubst. Wenn du glaubst, dann glaubst du. Wenn du nicht glaubst, dann bist du auch kein Gläubiger. So ist einfach die Prüfung. Der, der die Wahrheit ist, huwa al-haq, Allah ist al-haq, sein Name, seine Eigenschaft ist al-haq. Er ist die Wahrheit und er spricht nichts als die Wahrheit. Sadaqallahu al-azim. Allah spricht nur die Wahrheit. Und Allah hat bestimmt, dass dieser Tag, das Ausmaß dieser Stunden 50.000 Jahre sein wird. Subhanallah. Es wird ein gewaltiger Tag für uns alle Geschwister. Warum? Weil wenn dieser Tag beginnt und die Menschen werden stehen unter der Sonne, Männer, Frauen, vom Adam a.s. bis zum letzten Mensch, der gelebt hat, vom ersten Djinn bis zum letzten Djinn, Milliarden, Billionen, Trillionen, Allah weiß, wie viele Geschöpfe dort stehen werden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte was? Und die Sonne wird über den Menschen, über den Köpfen der Menschen sein, eine Meile, al-Mil. Und die eine Meile, wie ich schon im letzten Vortrag gesagt habe, im Arabischen kann zwei Bedeutungen haben. Entweder die Meile, die bekannt ist, ja, die, das Maß in Amerika, in England, eine Meile, ungefähr 1,6 Kilometer. Oder der, das Stift, der, das, das, wie nennt man das nochmal? Dieser, der Stift, mit dem die Frauen, Eyeliner oder Kajal, dieser kleine Stift, mit dem man sich hier schminkt. Im Arabischen ist es auch Al-Mil. Die Sonne wird über den Köpfen der Menschen sein, entweder so wenig, so ein paar Zentimeter, weniger als 10 Zentimeter, oder 1,6 Kilometer. Das kann dieses oder jenes bedeuten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns davon berichtet, dass die Menschen an dem Tag unter der Sonne stehen werden und sie werden nicht reden und sie werden nicht essen. Und sie werden nicht trinken und sie werden schwitzen und Angst haben. Sie werden schwitzen und Angst haben. Wie lange? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Menschen schwitzen werden, jeder nach seinen Sünden. Hast du viel gesündigt, wirst du sehr, sehr viel Angst haben und sehr viel schwitzen. Hast du weniger gesündigt, weniger. Deswegen sagte er sallallahu alaihi wasallam, manche von ihnen werden Schweiß haben bis zu ihren Knöcheln und manche bis zu ihren Waden. Oder zu ihren Knien. Manche werden schwitzen bis zu ihren Hüften. Und manche bis zum Bauch. Und manche bis zu ihrer Brust. Und andere werden in ihrer, bis zur Schulter. Und andere werden in ihrem eigenen Schweiß ertrinken. Aber sie werden nicht sterben. Weil es gibt keinen Tod mehr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete, ja, dass der Tod herbeigezogen wird. An diesem Tag. Am Tage der Auferstehung. Für die Höllenbewohner und für die Paradiesbewohner. Und der Tod wird in der Form von einem Schaf gebracht. Und dann wird er den Paradiesbewohnern und den Höllenbewohnern gezeigt. Erkennt ihr diesen? Allah wird ihm den Tod, die Figur eines Schafes geben. Und für alle werden es erkenntlich sein. Alle Menschen, alle Djinn im Paradies und in der Hölle. Allah sagt dann zu den Menschen, wisst ihr, wer der ist? Alle werden im gleichen Ton sagen, das ist der Tod. Das ist der Tod. Und dann wird er befohlen und dieses Schaf wird geschlachtet. Das heißt, der Tod wird getötet. Und dann wird zu den Menschen im Paradies und in der Hölle gesagt, Khuludun fala maut. Ewigkeit, es gibt keinen Tod mehr. Ab jetzt gibt es keinen Tod mehr. Deswegen sagt Allah im Koran, man lebt zweimal und man stirbt zweimal. Ja? Zweimal tot, wie Allah sagt im Koran in Surat al-Baqarah. Du bist zweimal tot und zweimal lebst du. Der Tod, den wir hatten, bevor wir überhaupt gelebt haben, bevor wir existierten, waren wir nicht da, waren wir tot. Allah hat uns zum Leben gebracht. Ja, wir waren im Bauch unserer Mutter, ohne Seele, 120 Tage. Und dann wird die Seele eingehaucht. Du warst tot, dann bekommst du eine Seele und wirst lebendig. Und dann stirbst du wieder und dann lebst du wieder für die Ewigkeit. Aber dann zählt entweder Ewigkeit im Paradies oder Ewigkeit in der Hölle. Möge Allah Azza wa Jalla uns alle und unsere Familien und alle Gläubigen vor dem Höllenfeuer bewahren. Möge Allah uns recht leiten und unsere Sünden vergeben. Dann, liebe Geschwister, werden die Menschen so stehen. Und wie es überliefert wird,
so stehen die Menschen dort 25.000 Jahre. Einen halben Tag, eine Dimension von 25.000 Jahren. Bis die Menschen nicht mehr können. Und bis die Übeltäter und die Sündiger und Kuffar, einige von ihnen, sie gehen dann und sagen, oh Allah, lass diesen Tag vorbeigehen, wir können nicht mehr. Selbst wenn du uns in die Hölle reinwirfst. So schlimm wird dieser Tag sein. Und die Menschen werden sich dann versammeln und sie werden von Prophet zu Prophet gehen. Und für die Fürsprache fragen und bitten. Sie werden zu den Propheten gehen. Sie werden als allererstes zu Adam gehen. Und dann zu Ibrahim a.s. Abraham. Und sie werden dann zu Musa gehen, zu Nuh. Und dann zu Ibrahim. Und dann zu Musa, Moses. Und dann zu Isa, Jesus. Und dann als allerletztes. Und jeder einzelne von ihnen. Was werden die sagen, liebe Geschwister? Entschuldigung, was werden die sagen? Jedes Mal, wenn sie zu einem Propheten gehen, angefangen von Adam a.s. bis zu Jesus, Prophet nach Prophet, sie gehen zu ihm und sie werden sagen, o Gesandter Gottes, geh bitte zu Allah und bitte, halte Fürsprache für uns, lass bitte das, sprich bitte mit Allah, dass er den Tag der Auferstehung beginnen lässt. Dass dieser Tag der Auferstehung beginnt, wir können nicht mehr. Und jeder einzelne Prophet, angefangen von Adam, wird dann sagen, nein, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Geht zu einem anderen Propheten. Geht zu Nuh. Und er wird sagen, Nefsi, Nefsi. Meine Seele, meine Seele. Und dann gehen sie zu Nuh a.s. und Nuh a.s. Noah wird das Gleiche sagen. Und wenn sie zu Noah gehen, Noah wird das Gleiche sagen und er wird ihn schicken und er wird dann zu Ibrahim gehen. Und Ibrahim wird sie zu Musa schicken. Und Musa wird sie dann zu Isa schicken. Und Isa, Jesus a.s. wird sie zu Muhammad a.s. schicken. Er sagte nein. Jeder von ihnen sagt nein. Ich kann nicht. Und am Ende, liebe Geschwister, werden die Menschen dann zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen und sie werden ihn bitten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte was? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Augenblick bitte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird dann sagen, ana laha, ana laha. Ich bin dafür vorgeschrieben, ich mache das. Und dann wird der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gehen zu Allah subhanahu wa ta'ala und er wird steigen zum Maqam al-Mahmud, für den wir immer Dua machen, wenn wir den Adhan hören. Dieses Bittgebet, das man danach spricht, und gebe ihm diesen Maqam al-Mahmud, diesen gewaltigen, besonderen Platz. Und das wird vor dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Ja? Und dann wird Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich vor Allah niederwerfen und dann wird er Allah lobpreisen, die er selber noch nie gekannt hat. In dem Augenblick wird ihm Allah Azza wa Jal diese eingeben. Lobpreisung, die wir nicht kennen. Die Allah Azza wa Jal seiner Majestät gebühren. Er wird ihn lobpreisen, bis Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm sprechen wird. Und er wird zu ihm sagen, O Muhammad, irfa ra'asak. O Muhammad, heb deinen Kopf. Erhebe dich. Washfa' tushfa'. Was'al tu'atah. Frag mich, ich werde deine Bitte erhören. Und bitte mich um Fürsprache, ich werde sie dir geben. Und dann wird der Prophet Muhammad sallam die Fürsprache machen für seine Umma. Für die gesamte Menschheit, alle Menschen, dass der Tag überhaupt, der Tag der Auferstehung beginnt, dass die Abrechnung beginnt. Das ist die erste große, gewaltige Sache, die passieren wird, liebe Geschwister, an dem Tag, nach so vielen tausenden Jahren, dass die Abrechnung beginnt mit den Menschen. Ja? Und der Prophet Muhammad sallam, er wird eine Sache machen, liebe Geschwister, die uns alle den Prophet Muhammad sallam extrem viel lieben lässt und viel lieben lassen müsste. Und zwar, liebe Geschwister, jeder einzelne Prophet hatte einen Wunsch frei. Und jeder von ihnen hat seinen Wunsch yani hier in der Dunya schon vor Allah
vorgetragen. Und er hat ihn bekommen. Jeder hat sich etwas gewünscht oder hat einen Wunsch frei gehabt und jeder hat ihn bekommen. Außer der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er hat ihn für sich verschoben und zurückgehalten für den Tag der Auferstehung. Für was? Damit er eine extra Schafa'a macht, eine extra Fürsprache, nur für seine Umma. Dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Umma vergibt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Umma bewahrt vor dem Höllenfeuer. Sallallahu alaihi wasallam. Und er wird dann sagen am Tag der Auferstehung, ja Allah, Ummati, Ummati. O Allah, meine Umma, meine Umma, meine Gemeinschaft. O Allah, errette meine Gemeinschaft, errette meine Gemeinschaft. Das war sein Wunsch und er hat seinen Wunsch nicht hier erfüllen lassen. Er hat hier Prüfungen erleiden müssen, wie viele andere Propheten. Aber seinen freien Wunsch, den er hatte, er sagte, er hat ihn für sich behalten, als Joker behalten, ja, und nicht egoistisch an sich gedacht, sondern für wen? Für seine Umma, damit er am Tage der Auferstehung sagen wird, ja Allah, Ummati, Ummati, O Allah, meine Umma, errette meine Umma. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, ist es eine Angelegenheit, die dem Gläubigen noch mehr Liebe schenkt zum Propheten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ja, und er wird dann die Schafa'a machen für die gesamte Menschheit, Muslime und Nicht-Muslime, und dann wird er Schafa'a machen und Fürsprache halten für seine Umma, für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bis Allah azza wa jalla ihm sagen wird, ich werde dich zufrieden machen. Bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagen wird, ich werde dich, oh Muhammad, zufrieden machen, was seine Umma angeht. Egal, was yani, mit ihr passiert, Allahs Gesandter wird yani, für dich, für jeden Einzelnen von uns, für alle Menschen, für alle Djinn, wird er Schafa'a machen und für dich als Gläubiger wird er extra noch Schafa'a machen und extra für dich Dua machen, dass Allah Azzawajal dich beschützt und bewahrt. Möge Allah Azzawajal uns den Propheten Muhammad sallam richtig lieben lassen und folgen lassen, seine Sunna folgen lassen und verteidigen lassen. Und möge Allah uns auf diesem Weg festigen, uns recht leiten, uns allen unsere Sünden vergeben und von unseren Familien und allen Gläubigen. Dann, liebe Geschwister, passieren einige gewaltige Dinge. Erstmal, und es gibt eine Meinungsverschiedenheit, was die Reihenfolge angeht. Aber es sind wichtige Sachen, an die jeder Gläubige, jeder Muslim glauben muss. Sachen, die am Tage der Auferstehung passieren werden. A, die Bücher werden verteilt. Ja, so wie Allah Azza wa Jalla sagt in mehreren Versen im Koran, darunter zum Beispiel in Surat al-Haqqa. Ja, manchen Menschen werden ihre Bücher gegeben in ihre rechte Hand. Und zwar, das sind die Erfolgreichen. Das sind die Gläubigen und die Erfolgreichen. Und anderen Menschen werden ihre Hände gegeben, ihre Bücher gegeben, in die linke Hand, ul'iyadu billah, möge Allah bewahren. Und das sind diejenigen, die verlieren, die Verlierer, ja? Die Verlierer, die Höllenbewohner. Es werden die Bücher verteilt. Es ist eine Sache, an die wir glauben. Warum? Weil Allah hat das verzeichnet. Und in diesen Büchern wird alles drinstehen, was man gemacht hat. Alles. Von A bis Z. Von dem Tag, an dem du deine Pubertät erreicht hast und du sozusagen zur Rechenschaft gezogen wirst für jede einzelne Tat, die du machst. Du musst dann beten, du musst dann fasten, du darfst dann nicht dies, du darfst dann nicht das. Vorher wird nichts aufgeschrieben. Wenn du ein Kind bist, ja, werden die Sünden nicht aufgeschrieben, die Pflichten, die du verpasst hast, du hast keine Pflichten, weil du bist im Kindesalter. Sobald du die Reife erreicht hast, und dies aller spätestens mit 15 Jahren, aller spätestens. Es sei denn, man hat vorher seine Periode oder die anderen Sachen, die passieren können, die, wo man dann auch als im Islam sozusagen als zurechnungsfähig bzw. als volljährig zählt. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist das sehr, sehr wichtig für uns, dass wir diese Sachen wissen. Alles wird da drin stehen. Und eine zweite Sache, die passieren wird, die Waage wird aufgestellt. Und es ist keine Waage, die man sich einfach nur so, das ist nicht metaphorisch gedacht, oder es wird nicht eine Sache sein, die metaphorisch ist. Nein, eine echte, wirkliche Waage wird aufgestellt. Und die Menschen werden darin gewogen und ihre Taten werden gewogen. Am Tage der Auferstehung. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran.
Allah sagt im Koran, dass die Menschen, dass ihre Taten gewogen werden. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. Ja, es gibt Leute, ثَقُلَتْ الْمَوَازِينُ. Mizan ist die Waage. Bei manchen Menschen wird die Waage der guten Taten schwerer sein. Und bei anderen die Waagschale der Sünden. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ بَرَكْ لَوْ فِيكُمْ وَحَبَّكُمُ اللَّهِ جَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا. Also werden, liebe Geschwister, die Taten gewogen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass am Tage der Auferstehung Menschen kommen werden, sie sind riesig, aber auf der Waage wiegen sie nichts. Sie wiegen nichts. Warum? Sie haben keine guten Taten. Sie haben keine Taten. Riesige Klötze, riesige Menschen, aber sie wiegen nichts. Warum? Weil sie haben keine guten Taten und keine Taten überhaupt. Die zählen. Und auf der anderen Seite haben wir den Hadith vom Prophet Muhammad sallam, als einige Sahaba über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lachten, als er auf dem Baum war. Abdullah ibn Mas'ud, einer der gewaltigsten Sahaba, der Kenner vom Koran, der Sunna des Propheten Muhammad sallam. Und seine Beine waren so dünn. Und manche Sahaba haben gelacht, weil sie so dünn waren. Der Prophet Muhammad sallam sagte zu ihnen, lacht ihr etwa über die dünnen Waden von Abdullah? Bei Allah, ich schwöre bei Allah, seine Waden sind auf der Waage schwerer als der Berg von Uhud. Warum? Weil die Menschen werden gewogen, je nach ihren Taten, nach ihrem Glauben, nach ihrer Rechtschaffenheit, nach ihrer Gottesfurcht oder nach ihren Sünden. Und deswegen, liebe Schwester, eine andere Sache, die wir glauben müssen, ist, also zum einen, wir müssen glauben, dass wir Bücher bekommen werden und in diesem Buch alles drinstehen wird. Eine andere Sache, die passieren wird, wir werden gewogen, deine Taten werden gewogen. Und wenn die Waagschale stärker ist von deinen guten Taten, wirst du ein Paradiesbewohner sein. Und wenn die Waagschale schwerer ist der Sünden, wirst du in die Hölle kommen. Aber man muss wissen, liebe Geschwister, der Gläubige, der Gottesfürchtige, ein Muslim, wenn er in die Hölle gehen muss, dann geht er nicht darin für die Ewigkeit. Niemals. Jemand, der ein Muslim ist, ein gottergebener Mensch, das bedeutet Muslim, ein gottergebener Mensch, jemand, der sich Allah unterwirft, wenn der in die Hölle geht, er geht nicht rein wie ein Ungläubiger. Und er wird nicht gleich bestraft wie ein Kafir, wie ein Ungläubiger. Ein Muslim, er geht in die Hölle rein, nur um gereinigt zu werden. Warum? Weil das Paradies ist ein Ort, wo nur die Reinen reingehen. Die Sauberen. Da geht kein Mensch rein mit einer Sünde, mit einem Fleck. Ja, in das Paradies gehen nur die Reinen rein. Warum? Weil es ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das Paradies ist die Barmherzigkeit von Allah. Und deswegen dort kommen nur diejenigen rein, die rein sind. Rein, ohne Flecken, ohne Sünden. Möge Allah uns vergeben. Ja? Und deswegen, wenn ein Muslim in die Hölle gehen sollte, er ist als Muslim, als Gläubiger gestorben, so geht er rein, um gereinigt zu werden. Er wird vielleicht bestraft, er wird aber nur gereinigt von seinen Sünden, damit er sein Visum bekommt für das Paradies. Sein Visum für das Paradies. Sein Pass fürs Paradies ist rein zu sein, weil das ist der Ort der Reinen. Der Ort der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, wird das so geschehen. Aber die Waage wird aufgestellt, eine echte, wirkliche Waage. Und das ist der Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ja? Weil Allah Azza wa Jal gibt uns das in mehreren Versen des Korans, genauso wie auch in der authentischen Sunnah des Propheten Muhammad sallam. Das ist eine weitere Sache, die passieren wird. Dann, liebe Geschwister, eine weitere Sache, die passieren wird, an die wir glauben müssen, ist, dass es eine Brücke geben wird. Eine Brücke geben wird, über die Menschen gehen müssen. Und zwar wer? Die Gläubigen und die Heuchler. Kein anderer. Denn bevor das passiert, liebe Geschwister, wird jeder Gemeinschaft, jede Gruppe von Menschen, die hier auf der Erde etwas anzubeten pflegte, sie wird diesem Angebeteten folgen. Ja? So Leute, die zum Beispiel irgendeinen Glauben haben, irgendeinen anderen Glauben haben, sei es Buddhismus, Atheismus,
Hinduismus, egal was, Menschen für einen Glauben haben werden, so wird das, was sie angebetet haben, sei es eine Kuh oder eine Ratte oder ein Stein, ein Baum, was auch immer, dass dieses, was sie angebetet haben, wird vor ihnen erscheinen. Und sie werden alle dahinter versammelt. Ja, die Hindus mit den Hindus, die Buddhisten mit den Buddhisten, die Juden mit den Juden und so weiter und so fort. Sie werden alle versammelt. Und sie werden alle stehen hinter diesem Ma'bud, hinter dieser Angelegenheit, wo sie, yani diese Sache, die sie angebetet haben. Und dann wird all diese, all das, was sie angebetet haben, ja, all das, was sie angebetet haben, wird dann vor ihnen laufen. Und sie werden ihm hinterherlaufen. Und wo werden sie hinlaufen? Das, was sie angebetet haben, das wird vor ihnen laufen und es wird in die Hölle reingehen. Und sie werden alle dem hinterhergehen und in die Hölle reingeworfen. Alle Ungläubigen. Alle Ungläubigen. Außer die Heuchler. Das heißt, liebe Geschwister, alle werden dem folgen, was sie hier angebetet haben in dieser Dunya. Aber eine Sache müssen wir wissen. Manche haben ja Propheten angebetet. Oder haben einen Sahabi, einen rechtschaffenen Mann angebetet. Ja, damit wir das wissen. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die beten Jesus an. Wird Jesus, alaihi salam, Isa alaihi salam, vor ihnen stehen und er wird vor ihnen laufen und dann in die Hölle reinlaufen und alle hinterher? Nein, natürlich nicht. Aber ihnen wird etwas gezeigt, was so aussieht für sie wie Jesus. Ja, wie Isa alaihi salam. So wie sie gelebt haben. Weil natürlich Isa alaihi salam ist ein Gläubiger und er kann nicht in die Hölle gehen. Ja, ist ein Gesandter Gottes. Er wird natürlich ins Paradies gehen. Und deswegen, es wird ihm etwas, yani ein Geschöpf, das so aussieht wie Isa a.s., sei es Allah aus Djinn oder aus, es wird aber für sie so aussehen, als wäre es Isa. Das, was sie angebetet haben in dieser Dunya. Und das wird dann vor ihnen laufen und sie führen und dann werden sie alle in Jahannam reinfliegen. Reinfallen. Jede Gruppe mit dem, was sie angebetet haben. Und dann bleiben wer, liebe Geschwister? Da bleiben nur noch zwei. Die Gläubigen und die Heuchler. Und dann kommt eine weitere Sache, die passieren wird an dem Tag. Und zwar ist diese Sache As-Sirat. Eine Brücke, an die wir alle glauben müssen. Eine weitere Sache, an die wir alle glauben müssen, die Allah Azza wa Jalla erwähnt im Koran, in Surat Maryam, die 18. oder 19. Surah im Koran, ja, an die wir wiederum alle glauben müssen. Allah Azza wa Jalla sagt: وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Ja, Allah sagt über diese Angelegenheit, über diese Brücke: وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Und ein jeder von euch wird und muss über diese Brücke gehen. Außer die Ungläubigen. Die Ungläubigen, خلاص, die sind schon in die Hölle gefallen. Jetzt bleiben nur noch die Gläubigen und die Heuchler, die natürlich auch ungläubig sind. Al-Munafiqun. Die Heuchler, Al-Munafiqun. Ja, die wahren Heuchler, die gezeigt haben, die so getan haben, als wären sie Gläubige. Aber im Herzen haben sie nicht an Allah geglaubt. Ja? So werden sie dann übrig bleiben und sie werden dann über diese Brücke gehen müssen. Und unter dieser Brücke, liebe Geschwister, wird was sein? Diese Brücke wird so sein, wie eine normale Brücke, die wir heute kennen. Unter der Brücke wird das Höllenfeuer sein. Ja, unter der Brücke wird das Höllenfeuer sein. Und das Höllenfeuer ist schwarz, komplett schwarz. Und dort wird es schwarz sein, alles wird dunkel sein. Alles wird dunkel sein an diesem Tag. Und Jahannam ist drunter und alles wird dunkel sein. Und jeder Mensch, liebe Geschwister, jeder Gläubige wird Licht bekommen. Wird ein Licht bekommen und eine Lampe bekommen. Aber bei jedem ist die Stärke dieses Lichtes, dieser Lampe, verschieden. Und das hat damit zu tun, wie deine Taten waren. Wie deine Taten waren hier in dieser Dunya. Wie deine Gebete waren. Wie dein Fasten war. Wie du mit deinen Eltern umgegangen bist. Ob du ehrlich warst oder ein Lügner warst. Ob du geflucht und beleidigt hast oder einen guten Charakter hattest.
ob du Sadaqa gegeben hast, ob du Dua gemacht hast. Du wirst aber über diese Brücke gehen, ob du willst oder nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat dies festgelegt und versprochen. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Allah hat das fest beschlossen. Und ein jeder von euch und jeder einzelne Mensch von euch, unter euch, wird über diese Brücke laufen müssen. Aber liebe Geschwister, wie wird diese Brücke sein? Wird es einfach eine normale Brücke sein? Und es ist dunkel? Nein. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat sie näher beschrieben für uns. Und er sagte uns, diese Brücke wird dünner sein als ein Faden und schärfer sein als ein Schwert. Subhanallah. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte über diese Brücke, dass von unten, vom Höllenfeuer, wird was geschehen? Es werden dort Kelalib geben. Kelalib sind so wie Zangen. Ja, Zangen. Die diese Menschen, yani, schnappen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte was? Manche von ihnen werden nur gekratzt. Ja? Je nach deinen Taten, je nach deinen Sünden. Manche von ihnen werden gekratzt. Manche werden getroffen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und manche von ihnen, diese Kelalib, diese Zangen, sie werden die packen und in die Hölle runterwerfen. Wal-Iyadu billah. Wal-Iyadu billah. Möge Allah bewahren. Und sie werden dann in die Hölle geworfen. Subhanallah. Jetzt gerade, wo ich das sage, erinnert mich das an was? Es erinnert mich an ein Hadith. Des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eigentlich wollte ich das erst bei dem nächsten Vortrag, wahrscheinlich vielleicht morgen, inshallah, wenn ich es schaffe, erwähnen. Der Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, einmal war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba in der Moschee. Plötzlich auf einmal ein lauter Knall, ein Geräusch. Die Sahaba erschreckten sich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, wisst ihr, was das war? Sie sagten, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es besser. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihnen, das ist ein Stein, ja, ein Stein, der gerade in der Hölle den Boden getroffen hat. Seit 70 Jahren war der, er war 70 Jahre unterwegs und jetzt gerade hat er den Grund von Jahannam berührt. Subhanallah. Subhanallah. Und stellt euch mal vor, liebe Geschwister, es wird ein Tag kommen, ob wir wollen oder nicht, wir werden über diese Brücke laufen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht gefragt, nicht nach deiner Meinung gefragt, ob du leben willst oder ob du nicht leben willst. Ob du gerne schwarz oder weiß bist, ein Mann oder eine Frau. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allmächtige und er ist der Schöpfer. Und Allah azza wa jalla fa'alun lima yurid. Allah macht, was er will. Allah hat dich einfach erschaffen, wann er wollte, wo er wollte und wie er wollte. Er hat dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Warum? Weil er ist der Allmächtige. Er ist es, dem alles gehört und er ist der Schöpfer. Und er hat entschieden, dass du an einem Tag über diese Brücke gehen musst, ob du willst oder nicht. Möge Allah azza wa jalla uns standhaft machen. Ja, möge Allah uns standhaft machen. Und an dem Tag, liebe Geschwister, werden manche Menschen dann hineingeworfen und von diesem Kelalib gepackt und in Jahannam geworfen. Und man wird 70 Jahre lang tief fallen, bis man den Grundboden erst berührt. Subhanallah. Möge Allah bewahren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über diese Brücke, er sagte, manche Menschen werden diese Brücke überqueren wie ein Blitz. Wie ein Blitz. Karra'at. Und andere und viele Menschen haben verschiedene Zustände und verschiedene Schnelligkeiten. Er sagte, manche Menschen werden über diese Brücke gehen wie ein Blitz. Andere wie ein schneller Wind. Andere wie ein schnelles Reittier. Andere wie ein Mensch, der gerade läuft. Ja? Wie einer, der gerade läuft, normal läuft. Und andere Menschen, obwohl es so dünn ist wie ein Haar, und so scharf wie ein Schwert, manche werden darauf kriechen, auf ihren Vieren kriechen. Ja, wenn du mit deinem Intellekt, ja, wenn du anfängst, ja, aber das geht ja gar nicht, wenn er so dünn ist, kann ich ja nicht drauf kriechen. Denk nicht darüber nach, über deinen Verstand, was dir dein Verstand sagt für heute. Weil wir reden gerade über den Tag der Auferstehung. Und die allgemein, ein Tag wird 50.000 Jahre dauern. Die Dimensionen, die Maßstäbe, alles wird sich ändern.
Dort funktioniert die Erde nicht, wie sie hier funktioniert. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte was? Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte was, liebe Geschwister? Er sagte, am Tage der Auferstehung werden manche Menschen, sie werden auferstehen und sie werden auf ihren Gesichtern laufen. Als Erniedrigung, als Form der Erniedrigung der Strafe. Sie werden auf ihren Gesichtern laufen, so wie wir auf den Füßen laufen. Subhanallah. Möge Allah bewahren. Und die Sahaba radiallahu anhu fragten, O Gesandter Allahs, wie kann ein Mensch auf sein Gesicht laufen? Der Prophet Muhammad sagte zu ihnen, ist Allah Azza wa Jal, ist Allah derjenige, der sie in dieser Welt, sie hat laufen lassen auf ihren Füßen, nicht dazu fähig, sie am Tage der Auferstehung auf ihren Gesichtern laufen zu lassen? Oh doch, Allah ist dieses mächtig. Und Allah ist mächtig, alles zu tun, was er will. Inna Allah fa'alun lima yurid. Allah macht, was er will. Und kann alle und hat die Macht, alles zu tun. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, an diesem Tag werden manche Menschen über diese Brücke laufen und manche andere werden auf ihr, ja, auf den Vieren laufen. Wie? Allah weiß wie. Aber es wird so geschehen. Und manche Menschen, liebe Geschwister, werden es schaffen, über die Brücke zu gehen und andere Menschen werden, wal-iyadu billah, von da aus in die Hölle fallen. Möge Allah bewahren. Andere werden dann in die Hölle fallen. Aber was wird mit den Heuchlern passieren, liebe Geschwister? Die Menschen, die werden Lichter haben, Lampen haben, weil es wird dunkel sein, du wirst nichts sehen können, gar nichts sehen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte was? Er sagte, dass Menschen Lichter haben werden. In welcher Form? Ja, Allah. Wie werden diese Lampen Licht aussehen? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Leute, die beteten, ihre Körperteile, wo sie immer Wudu gemacht haben, die Gebetswaschung gemacht haben, diese ganzen, ja, deine Haare, dein Gesicht, also dein ganzer Kopf, deine Arme, deine Hände, deine Füße, sie werden leuchten. Das werden alles Lampen sein und Lichter für dich sein. Ja, es werden alles Lichter für dich sein am Tage der Auferstehung. Der Prophet Muhammad hat das gesagt. Ja, die Körperteile, die du immer zu waschen pflegtest, für das Gebet, ist eine Ibadah. Diese Waschung, Gebetswaschung, ist eine gewaltige, eine wunderschöne Ibadah, die Allah liebt und für die Allah belohnt. Und diese Körperteile werden leuchten und sie werden dir Licht geben. Der Prophet Muhammad sagte über die Leute, die das Morgengebet und das Nachtgebet in der Moschee beten, unter den Männern. Ja, der Gesandte Allah sagte, بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, gebe frohe Botschaft. Wem, ja Rasulullah? Wem soll ich frohe Botschaft geben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, gebe frohe Botschaft denjenigen, die in der Dunkelheit zu den Moscheen laufen. Derjenige, der, und damit ist was gemeint? Derjenige, der in der Dunkelheit zur Moschee läuft. Entschuldigung, zur Moschee läuft. Zum Morgengebet, zum Fajr-Gebet und zum Isha-Gebet. Was bekommst du dafür als Belohnung? Eine der vielen Belohnungen. Gib ihnen frohe Botschaft mit dem kompletten Licht am Tage der Auferstehung. Bin nur at-tam, dem vollkommenen Licht. Ja, sie werden vollkommene Lichter haben. Wann? Am Tage der Auferstehung. Dann, wenn sie die Lichter brauchen, in ihrem Grab, in der Dunkelheit des Grabes. Ja, am Tage der Auferstehung, wenn sie über die Brücke gehen. Und so ist das, liebe Geschwister. Und warum wird der eine wie ein Blitz über die Brücke gehen und der andere wird nur laufen und der andere wird rennen und der andere wird kriechen und der andere wird runterfallen? Du und deine Taten. Hast du deine Gebete pünktlich verrichtet? Betest du überhaupt 5-mal am Tag? Betest du so, wie es dein Herr bestimmt hat, oder machst du so, wie du willst? Betest du, wann du willst und wie du willst? Bist du der Herr von dir selber oder bist du ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala? Betest du 5-mal am Tag oder betest du einmal alle Gebete zusammen?
Oder betest du überhaupt fünfmal? Trägst du überhaupt Hijab? Gibst du deine Zakah oder liebst du dieses Geld zu viel? Gibst du den Armen ihr Recht oder nefsi nefsi? Subhanallah. Schaut nur in diesen Tagen, an diesen Tagen, wo die Menschen Angst haben vor einem kleinen Virus. Subhanallah. Gestern beim Gebet, der Imam hat uns erinnert, nach dem Isha-Gebet, und er sagte, Subhanallah, gestern im Supermarkt, ein Mann, ein junger Mann, ja, ein junger Mann, nahm sich Pakete, ja, oder ein Karton komplett oder den Wagen komplett voller Nudeln. Voller Nudeln, nur Nudeln. Knete, Teig, nichts als Teig. Eine alte Frau sagte zu ihm, können Sie mir bitte nur eine Packung geben? Dieser Mann, was sagte er zu ihr? Er sagte, nein. Nefsi, nefsi. Nur ich. Man denkt nur an sich selbst. Ja? Subhanallah. Nichts ist passiert. Die Lager sind noch voll und Allah und es gibt genug Essen und Trinken und Subhanallah. Aber jetzt schon? Ja? Nur in diesen kleinen, diese Mini-Prüfung, gar keine Prüfung. Wir sind gesund, alles ist in Ordnung. Ist noch nichts ausgebrochen, kein Krieg und alles ist in Ordnung. Subhanallah. Nefsi, nefsi. So sind die Menschen. So wie wird das sein am Tage der Auferstehung, liebe Geschwister? Wenn es wirklich um Leben und Tod geht, um Hölle oder Paradies, um Verfluchung für die Ewigkeit oder Belohnung für die Ewigkeit. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, an diesem Tag, wie gesagt, die Lichter werden diejenigen bekommen, die Gutes zu tun pflegten. Die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, die Rechtschaffenen, die beteten und fasteten und spendeten und gut zu ihren Eltern waren und gerecht waren zu ihren Ehenfrauen oder gerecht waren zu ihren und rechtschaffen waren oder gute Nachbarn waren und gute Mitmenschen waren und fromme waren und spendable waren und großzügige Menschen waren. Und je mehr du so warst, desto mehr Licht wirst du haben und desto schneller wirst du auf dieser Brücke sein. Und je mehr du ein Lügner warst, ein Betrüger warst, ein geiziger, gieriger warst, ein Lästerer warst, jemand warst, der die Rechte nicht gegeben hat, jemand warst, der gelogen und betrogen hat, je mehr du das gemacht hast, desto weniger wirst du Licht haben. Bis dass man vielleicht die kompletten Eigenschaften der Heuchler zusammengesammelt hat und man vielleicht gar kein Licht beziehungsweise sehr, sehr wenig Licht hat, bis hin zu gar keinem Licht, wie der Zustand der Heuchler sein wird. An diesem Tag, liebe Geschwister, so wie es Allah verzeichnet im Koran, die Heuchler werden auf diese Brücke gehen. Die Ungläubigen sind schon in der Hölle. Die Gläubigen, sie kommen alle über diese Brücke. Alle? Nein, nicht alle, liebe Geschwister. Leider nicht alle. Die meisten oder viele Gläubige werden über diese Brücke gehen, und dann ins Paradies eintreten danach, inshallah. Aber leider, liebe Geschwister, leider die Wahrheit ist, dass viele Muslime in die Hölle gehen werden und in diese Hölle fallen werden. Aber wie wir am Anfang schon gesagt haben, nicht für die Ewigkeit. Weil ein Muslim, ein Gläubiger, wird nicht für die Ewigkeit in die Hölle gehen. Er wird reingehen, um gereinigt zu werden. Um gereinigt zu werden, um somit die Möglichkeit haben, in das Haus der Reinheit zu gehen, in das Paradies. Möge Allah bewahren, dass wir zu denen gehören, die überhaupt in die Hölle kommen. Möge Allah bewahren. Aber das ist der Zustand, liebe Geschwister. Viele Muslime werden in die Hölle gehen. Wal'iyadu billah, möge Allah bewahren. Die Heuchler, was wird mit ihnen passieren? Allah wird sie betrügen, sozusagen betrügen, wie sie Allah und die Gläubigen betrügen wollten im Diesseits. Allah verzeichnet dies am Anfang von Surah Al-Baqarah. يُخَادِعُونَ النَّاسَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Allah sagt über diese Menschen am Tage der Auferstehung, die Heuchler, was versuchen die Heuchler hier zu machen? Sie gehen vor, Gläubige zu sein. Sie kommen vielleicht mit in die Moschee. Ja? Sie tun so, als wären sie gläubig. Sie lassen sich vielleicht ein Bart wachsen. Sie tragen vielleicht als Frau Hijab oder Niqab, was auch immer. Sie tun so, als wären sie Gläubige. Aber in ihrem Herzen, sie glauben nicht an Allah. Sie glauben nicht an das Jenseits. Sie sind Kuffar, Munafiqun. Und sie haben die schlimmste Stufe im Höllenfeuer, so wie Allah das verzeichnet in der vierten Surah, Surah An-Nisa. Innal Munafiqina fid-Darki al-Asfali minan-Nar. Die Munafiqin, wahrlich,
Die Aussage wird bekräftigt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wahrlich, die Heuchler, fi darkil asfal minan nar. Sie sind in der schlimmsten Stufe des Höllenfeuers. Allah sagt im Koran, in Surat al-Baqara über sie, in der zweiten Sura, am Anfang der Sura, Allah sagt, yuhadi'un Allah wal ladina amanu. Die Heuchler wollen Allah und die Gläubigen reinlegen. Und sie wollen Fitna stiften und Probleme machen und Zwietracht und. Aber ihre Strafe ist nah und ihre Strafe ist gewaltig. Und zwar nicht nur gewaltig, sondern die gewaltigste. Die gewaltigste. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen Licht geben. Und dann gehen sie auf diese Brücke und wenn sie mitten auf dieser Brücke sind, wird Allah azza wa jalla ihre Lichter erloschen lassen. Ihre Lichter werden dunkel. Khalas, sie haben kein Licht mehr. Und dann stehen sie da. Allah verzeichnet das auch im Koran, dass zwischen ihnen und den Gläubigen eine Mauer sein wird. Auf der Brücke eine Mauer zwischen ihnen und den Gläubigen. Und sie werden dann über die zu den Gläubigen rufen, hey, wartet auf uns. Gibt uns Licht von dem Licht, was ihr bekommen habt. Und sie werden flehen und bitten, aber ihnen, ja, dann werden sie erfahren, was sie getan haben. Und dann werden sie in die Hölle gehen, liebe Geschwister. Und dann, was wird daraufhin passieren? Die Gläubigen, die wahren Gläubigen, die guten Menschen, die rechtschaffenen Diener Allahs, die Betenden, die Fastenden, die Zakatgebenden, die Hujjaj, die Hajj machen und Umrah machen, die gut zu ihren Eltern sind, die gerecht sind, die versuchen nicht zu lügen und zu lästern und zu betrügen, die versucht haben, Tauba zu machen und immer wieder zu Allah zurückzukehren, auch wenn sie sündigen, sie immer wieder zu Allah zurückkehren. Warum? Weil Allah liebt diejenigen, die Allah zu Allah zurückkehren. Du sündigst, du kannst nicht anders als sündigen, weil Allah Azza wa Jal hat dich erschaffen, dass du sündigst. Allahs Gesandter Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Kullu bani Adam khatta wa khayrun khatta'in at-tawwabun. Alle Söhne Adams, alle Menschen sind Sünder. Jeder macht Sünden. Du kannst nicht anders als zu sündigen. Aber Allahs Gesandter Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, aber unter diesen Menschen sind welche die Besten? Die Besten sind die, die zu Allah zurückkehren. Allah sagt im Koran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Allah liebt die Leute, die immer wieder Tauba machen. Deswegen, liebe Geschwister, dieser Tag, er wird gewaltig sein. Er wird gewaltig sein für alle Menschen. Er wird der Tag sein, an dem die Menschen, an dem die Frauen ihre Kinder vergessen. Es wird der Tag sein, an dem du die Menschen sehen wirst, als wären sie betrunken und sie werden nicht betrunken sein, so wie Allah sagt im Koran. Es ist der Tag, an dem die kleinen Kinder graue Haare kriegen. Es ist ein Tag, liebe Geschwister, dessen Ausmaß 50.000 Jahre sind. Aber dieser Tag, liebe Geschwister, wird unterschiedlich sein. Für die Gläubigen nicht so wie für die Ungläubigen. Dieser Tag wird 50.000 Jahre sein für die Ungläubigen und für die Sünder, für diejenigen, die übertrieben haben in Sünde. Aber dieser Tag, liebe Geschwister, für die Gläubigen wird es nicht so sein. Für die Lieblinge Allah subhanahu wa ta'ala, für die Awliya ar-Rahman, für die Propheten, auch wenn es Momente geben wird, an dem jeder nur an sich denken wird. So wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn die Waage aufgestellt wird, ja, wenn an bestimmten Geschehnissen wird jeder nur an sich denken. Niemand anders denken und er wird nur sagen, Nafsi, Nafsi. Ja, warum? Weil es wird hart sein. Es wird eine harte Prüfung. Aber liebe Geschwister, am Tage der Auferstehung, für die Gläubigen, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, dieser Tag wird für sie sein, so wie ein Nachmittag. Zwischen der Nachmittag und den Sonnenuntergang. Subhanallah. Und an diesem Tag werden Leute geehrt und andere Leute erniedrigt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, 7 Menschen werden an diesem Tag unter dem Schatten vom Thron Allahs stehen. Manche Menschen werden unter der Sonne stehen, 50.000 Jahre. Und sie werden dort leiden. Alleine das Stehen und das nicht reden dürfen und nicht essen und trinken dürfen, wird eine Erniedrigung sein und eine Strafe sein. Die Befragung von Allah subhanahu wa ta'ala, die dort geschehen wird. Ja, die Befragung von Allah subhanahu wa ta'ala wird geschehen. Und der Mensch wird jeden einzelnen, Allah, und jeder einzelne Mensch, liebe Geschwister,
Jeder einzelne Mensch, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird vor Allah gebracht. Jeder Mensch wird vor Allah subhanahu wa ta'ala gebracht. Und er wird vor Allah stehen. Du, der mir jetzt gerade zuhört, und jeder, der mir gerade zuhört. Du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Wer? Du kleiner Mensch, du kleines Geschöpf. Subhanallah, wie klein sind wir nur in diesem Universum. Du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Vor wem? Vor dem Allmächtigen, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Jabbar, Al-Kabir. Du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und dann wirst du, und dann wird Allah azza wa jal, er wird mit dir reden. Allah azza wa jal wird mit dir reden. Und Allah azza wa jal wird dich fragen. Allah wird dir alles, er wird dir sagen, O mein Diener, was hast du getan an dem Tag, an dem Ort? Und was hast du an diesem Tag und an diesem Ort getan? Und an diesem Tag und an diesem Ort? Und er wird dir seine Ni'ma, seine Gnaden über dich, davon wird er dir berichten und sie dir deutlich machen, dass er dich erschaffen hat, dass er dich versorgt hat, dass er dir das gegeben hat und jenes und Eltern und Gnade und Versorgung und Gesundheit und dieses und jenes. Und er wird dich fragen nach deinen Taten. Und was wird passieren, liebe Geschwister? Was wird an diesem Tag passieren? Es werden zwei Antworten sein. Der eine Mensch wird sagen, nein, ich habe das nicht getan. Es gibt Ungläubige, wal'iyadu billah, sie werden am Tage der Auferstehung noch, sie werden leugnen, was sie getan haben. Sie werden sagen, nein, ich habe das nicht getan. Was wird dann Allah subhanahu wa ta'ala machen? Yuhtamu ala afwahihim. Ihr Mund wird geschlossen. Ihr Mund wird geschlossen, verschlossen sein. Und sie können ihren Mund nicht mehr öffnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann den Körperteilen befehlen zu sprechen. So wird dann die Hand sprechen. Allah azza wa jalla ist mächtig. Und er ist der Allmächtige. Und Allah berichtet darüber im Koran und er sagt, يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَ أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَ أَيْدِيهِمْ بما كانوا يعملون يوم يختم على أفواههم وتكلمنا ich habe den Vers komplett vergessen. Wie auch immer, Allah Azza wa Jalla sagt in diesem Vers, dass ihre Münder verschlossen werden. Und dann werden was? Allah wird befehlen. Ja? تكلمنا أيديهم. Ihre Hand wird sprechen. Und ihre Füße werden Zeugen sein über das, was sie zu tun pflegten. Subhanallah. Ja? Das heißt, an dem Tag, derjenige, der ungläubig war und ungläubig bleibt, was wird mit ihm passieren? Selbst an diesem Tag wird er noch ein Lügner sein. Und ein Streiter sein. Und er wird das bestreiten. Ja? Und er wird lügen, subhanallah, vor dem Allmächtigen, vor dem Allwissenden, der alles weiß und alles sieht. Und alles hört. Ja? Und er wird dann sagen, ich habe das nicht gemacht. Allah wird dann befehlen, dass sein Mund verschlossen wird. Und sein Mund wird verschließen. Und er kann nicht mehr sprechen. Und dann wird was? Dann wird seine Hand sprechen. Und seine Füße sprechen. Seine Hand wird sagen, ich habe das und das gemacht. Und dies und dies gemacht. Und das und das gemacht. Und seine Füße werden sagen, ich bin da und da hingegangen. Und dorthin gegangen. Und ich bin zu dem Ort gegangen und ich habe dies und jenes begangen. Seine Körperteile werden selber Zeuge über ihn sein. Und er wird dann zu seinem Körper sagen, warum seid ihr Zeuge über uns, über mich? Warum spricht ihr gegen mich? Und dann werden sie sagen, Allah hat uns sprechen lassen. Allah hat uns sprechen lassen. Das ist die Wahrheit. Aber liebe Geschwister, wie wird der Zustand sein von einem Gläubigen an dem Tag? Wie wird der Zustand sein von einem Gläubigen an jenem Tag? Der Gläubige, liebe Geschwister, er wird sagen, ja, mein Herr, ich habe diese Sünde begangen. Ja, mein Herr, ich habe diese Sünde begangen. Ja, mein Herr, ich habe diese Sünde begangen. Er wird seine Sünden zugeben. Und er wird seine Sünden zugeben und zugeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann zu ihm sprechen. Und er wird zu ihm sagen, O mein Diener, ich habe dich bedeckt. Ich habe dich am Tag während deines Lebens
Ich habe dich nicht bloßgestellt. Ich habe deine Sünden nicht. Ich habe dich nicht bloßgestellt. Ich habe dich bedeckt. Keiner wusste von deinen Sünden. Und ich habe dich bedeckt. Ich war der Grund dafür, dass es nicht rausgekommen ist. Allah Azza wa Jalla aus seiner Barmherzigkeit, er bedeckt uns. Er bedeckt unsere Sünden. Wie viele Sünden hat jeder von uns? Wie viele Fehler? Wie viele Fehler haben wir in unserem Leben gemacht? Oder jeden Tag? Was wäre, wenn unsere Eltern, unsere Freunde, unsere Familien, ja, die Menschen von all unseren Sünden und Fehlern wüssten? Subhanallah. Was wäre das für eine Erniedrigung, ein Zustand? Aber Allah Azza wa Jalla hat sie bedeckt. Allah wird zu dir sprechen, o Gläubiger, o rechtschaffener Diener. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu dir sprechen am Tage der Auferstehung und er wird dir dann sagen, du, der die Sünden zugegeben hat. Allah wird zu dir sagen, ich habe deine Sünden bedeckt im Diesseits und jetzt und hier und heute werde ich deine Sünden dir vergeben. Subhanallah. Subhanallah, was für eine Gnade wird der Zustand der Gläubigen sein, liebe Geschwister. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was, liebe Geschwister? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der befragt wird, er wird bestraft. Alleine die Befragung von Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Art von Strafe. Die Befragung alleine, ja, dass du vor Gericht stehst. Subhanallah, stellt euch mal vor, liebe Geschwister. Wenn Menschen nur hier in dieser Dunya vor Gericht stehen, vor einem Richter, der so, ja, der ihm gar nichts kann eigentlich. Ja? Und wie viele Menschen gehen in einen Gerichtssaal rein und sie sind am Zittern. Und sie haben vielleicht kriegen einen Herzinfarkt oder weinen und haben Ängste und ihre Knie halten sie nicht. Subhanallah. Wie wird der Zustand sein, wenn man zu Allah zurückkehrt am Tage der Auferstehung? Mit diesem ganzen Buch voller Sünden. Subhanallah. Und so wird der Zustand sein, liebe Geschwister. Die einen werden verschont und die anderen werden, dem anderen werden, den anderen wird vergeben. Dann, liebe Geschwister, wird was geschehen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, unter der Belohnung und der Ehrbietung, ja, und der Ehre, die Allah also den Gläubigen geben wird, den Dienern, die er geliebt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt 7 Arten von Menschen. Sie werden nicht unter der Sonne stehen 50.000 Jahre. Nein. Die Allgemeinheit, die Ungläubigen, die Sünder, die Schlechten, sie werden unter der Sonne stehen 50.000 Jahre. Aber die Gläubigen, die rechtschaffenen Diener Allahs, Al-Mu'minun, Al-Sadiqun, Al-Musallun, Al-Muttaqun, wisst ihr, wo diese stehen werden, liebe Geschwister? Allah Azza wa Jalla hat an diesem gewaltigen Tag einen besonderen Platz für sie reserviert. Ja, sie sind in der VIP-Lounge. Ja, sie sind in einem VIP-Platz. Das ist die schöne Ecke, die schöne Lounge am Tage der Auferstehung für die VIPs. Ja, für die Besten der Besten. Sie werden 7 Arten von Menschen werden unter dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala stehen. 7 Arten von Menschen. Oh mein Bruder, oh meine Schwester, versuch wenigstens einer von diesen 7 zu sein. Versuch wenigstens eine von diesen 7 Personen zu sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, als allererstes, wer wird unter dem Schatten sein? Es gibt nur einen Schatten am Tage der Auferstehung. Und zwar wird das der Schatten sein vom Thron von Allah subhanahu wa ta'ala, wie überliefert in zahlreichen authentischen Hadithen. In vielen Hadithen, es wird einen Schatten geben am Tag der Auferstehung. Und in manchen Hadithen steht authentisch, dass der Schatten sein wird von dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dort werden die VIPs sein. Unter ihnen 7 Arten von Menschen. Der erste, ein gerechter Herrscher. Ja? Ein gerechter Herrscher. Weil wir wissen, wie sind die Herrscher meistens? Korrupte, ungerechte Leute. Ja? Korrupte, ungerechte Menschen. Aber ein gerechter Herrscher, er wird dort, wenn er natürlich gläubig war, er wird dort unter dem Schatten vom Thron von Allah subhanahu wa ta'ala sein.
Der zweite, ja, ein gerechter Herrscher zu sein, ist, ja, nee, ich sag mal für die meisten von uns, mehr oder weniger fast unmöglich. Ja? Ein Herrscher zu sein, ist fast unmöglich. Aber Nummer zwei, Shabun nasha'a fi ta'atillah. Ein Jugendlicher. Einer, der seine Jugend verbracht hat in der Anbetung Allahs. Einer, der während er ein Jugendlicher war, nicht in der Disco abgehangen ist, in der Diskothek, in der Spielothek. Ja? Einer, der während seiner Jugend seine Jugend, ja, in Rechtschaffenheit verbringt. Deswegen, wenn einer von euch, wenn einer, der mir gerade zuhört, unter euch ist, der jung ist, 15, 16, 18, 20, 25, versuch, diese Zeit zu verbringen in der Anbetung Allahs. Dass du betest und fastest und deine Religion praktizierst und dass du dich fernhältst von den großen Sünden ganz besonders. Wenn du das tust, wirst du an dem Tag in der VIP-Lounge sein. Ja, du wirst unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala, unter dem Schatten von dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala genießen dürfen. Diesen schrecklichen Tag genießen dürfen. Der dritte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Mensch, dessen Herz an der Moschee gebunden war, fest gebunden war. Ja? Das heißt, er fühlte sich immer hingezogen zur Moschee. Das bedeutet, er pflegte seine Gebete in der Moschee zu beten. Deswegen, liebe Geschwister, ganz besonders liebe Brüder, versucht eure Gebete in der Moschee zu verrichten. Ja? Wenn du einer bist, der versucht, wirklich alle Gebete in der Moschee zu verrichten, Jumu'ah, nicht Jumu'ah, Morgengebet, Mittaggebet, Abendgebet, Nachtgebet, Fajrgebet, die ganzen fünf Gebete, versuch deine fünf Gebete in der Moschee zu beten. Versuch Tarawih zu beten. Versuch Salatul Jumu'ah zu beten. Wenn es Salatul Kusuf gibt oder Al-Khusuf, ja, Sonnenfinsternis etc. Und man wird gerufen, man betet in der Moschee, versuch immer in der Moschee zu sein. Sei einer, egal ob jung oder alt, sei einer, dessen Herz an der Moschee klebt. Dass du gerne in die Moschee gehst, dass du gerne ein Gast bei Allah bist. Wenn du es bist, wenn du so einer bist, inshallah, frohe Botschaft, vielleicht wirst du einer der sieben sein. Einer der sieben sein, die an dem Tag dort unter dem Schatten von Allahs Thron genießen werdet. Inshallah. Die vierte Person, liebe Geschwister, die vierte Person ist was? Zwei Menschen, die sich für Allah Azza wa Jalla lieben. Und sie lieben sich nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Ihre Liebe ist aufgebaut auf ihre Liebe, ihr Treffen und ihr Auseinandergehen ist aufgebaut auf der Liebe Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil die Menschen im Eigentlichen, normal jetzt in unserem Leben, wie sind unsere, unsere Beziehungen zwischen den Menschen, alles, eigentlich hat alles mit Nutzen zu tun. Ja? Du triffst ihn, oder triffst den wegen der Arbeit, wegen Geld, wegen Spaß, wegen Lachen, wegen aus irgendwelchen, ja, Dunya-Angelegenheiten. Ja, du triffst dich mit Menschen, du befreundest dich mit Menschen. Alles hat mit Nutzen zu tun, mit irdischen Nutzen. Ja, mit irdischen Nutzen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala liebt diejenigen, die sich treffen für ihn und sich verabschieden für ihn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Al-Qudusi, wo sind diejenigen, am Tag der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala rufen, wo sind diejenigen, die sich für mich geliebt haben? Wo sind diejenigen, die sich für mich geliebt haben? Ja, sie werden einen besonderen Platz haben am Tage der Auferstehung. Und in diesem Hadith, den wir gerade erwähnen, diese zwei Leute, Brüdern, Schwestern, ja, nicht brüderlich, also blutsverwandt, einfach religiös, ja, Glaubensbruder, Glaubensschwester. Du triffst deinen Bruder und du liebst deinen Bruder wirklich nur, weil er dein Bruder vor Allah ist. Weil er ein Gläubiger ist. Weil er an Allah glaubt. Weil er rechtschaffen ist. Weil er ein praktizierender Mensch ist. Weil er rechtschaffen ist. Du triffst dich gerne mit ihm und du bist gerne mit ihm und du willst ihn gerne sehen und gut zu ihm sein. Und es ist kein anderer Punkt da, kein anderer Nutzen, außer nur die Liebe für Allah.
Du hast dich mit ihm getroffen, damit er dich zum Lachen bringt oder damit er dir Geld gibt oder dir einen Job besorgt oder dich zum irgendwas, ja, egal was. Nein, du triffst und liebst diese Person einzig und alleine für deinen Schöpfer. Wenn du so einer bist, der wirklich solche Beziehungen hat, ja, du musst nicht die ganze, ja, mit allen solche Beziehungen haben, aber hast du diese Beziehung mit manchen Menschen, dass du sie wirklich liebst, aus keinem anderen Grund, null, keinem anderen Grund, außer dass du sie liebst und sie gerne triffst, weil du sie für Allah liebst, weil sie rechtschaffen sind, weil sie dich an Allah erinnern und weil sie dich ermahnen und so weiter und so fort. Wenn das dein Fall ist, dann frohe Botschaft, vielleicht wirst du einer sein, der unter dem Schatten sein wird am Tage der Auferstehung. Der nächste, liebe Geschwister, ein Mann, der eine besondere und eine sehr, sehr schöne Frau trifft, die ihn verführen möchte zu Zina. Ja, ein Mann, der nicht irgendeine Frau, ja, sondern eine besondere und eine schöne, vielleicht mit einem besonderen Status in der Gesellschaft, ja, eine besondere Frau und eine wunderschöne Frau, sie möchte ihn verführen zu Zina und er sagt zu ihr, nein, ich möchte nicht, ich fürchte Allah. Jemand, der diese Kraft hat, ja, und diese Liebe zu Allah und diese Gottesfurcht in sich trägt und diese Ehrfurcht in sich trägt und so rechtschaffen ist, dass er eventuell die Möglichkeit hat, er ist vielleicht in einem Raum alleine mit dieser wunderschönen Frau, aber er sagt, nein, ich möchte nicht. Ja, ich kann nicht. Er fürchtet sich vor Allah, vor der Strafe Allahs. Er wird einer von diesen 7 Personen sein, die diesen Schatten genießen werden. Dann bleiben noch 2, liebe Schwester. Der 6. Mensch wird wer sein? Der 6. Mensch wird sein, eine Person, die spendet. Aber sie spendet mit Aufrichtigkeit. Und das ist sowieso eine Bedingung für alle Taten. Aber er spendet mit einer Aufrichtigkeit, dass er so seine Sadaqa, seine Spende, weil viele Menschen spenden, Ungläubige spenden, ja, manche wollen auch nur angeben, nur zeigen, dass sie großzügig sind, manche wollen angeben und zeigen, dass sie an andere denken, ja, etc. Aber der Gläubige spendet, um zu helfen und um seinen Schöpfer zufrieden zu machen, weil sein Schöpfer diese Taten liebt. Allah liebt, dass ein Mensch teilt. Allah liebt, dass ein Mensch an die anderen denkt. Allah liebt, wenn einer großzügig ist und spendet und hilft. Ja? Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, dieser Mensch, er wird seine Spende so sehr verstecken, ja, und so im Geheimen spenden und so aufrichtig sein bei seiner Spende, dass er sozusagen spendet mit seiner rechten und nicht mal seine linke Hand weiß, was die rechte gespendet hat. Ja, nur um zu verdeutlichen, wie aufrichtig seine Spende ist. Wirklich nur für die Zufriedenheit seines Herrn. Nicht um anzugeben, nicht um einen besonderen Status zu haben. Die Leute denken, boah, der spendet immer, der hilft immer. Ja, nein, er spendet wirklich nur für die Aufrichtigkeit, aufrichtig nur für die Zufriedenheit seines Herrn. Und die 7. und letzte Person, liebe Geschwister, ist eine Person, die Aufrichtigkeit wieder hat, Ikhlas hat. Wo drin? Eine Person, die sich zurückzieht und wenn sie alleine ist, in einem Raum alleine, Allah gedenkt und dann aus Ehrfurcht und Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala Tränen vergießt. Weil wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, ja, kannst du vielleicht weinen. Ja, du kannst, wenn du nicht weinen kannst, dann kannst du es dir rausdrücken, schauspielern. Ja, und viele Menschen können das. Viele Menschen können das. Ja, so tun, als würden sie weinen oder sich rausdrücken und pressen. So tun, als ob. Oder zum Beispiel, weil sie gerade beispielsweise im Tarawih-Gebet, ja, wenn man im Gebet steht, im Ramadan, und der Glaube ist stärker, und man steht, und man betet, der Imam betet vor oder macht Dua im Witr-Gebet, ja, im Tahajjud zum Beispiel, er macht ein Dua und andere Leute weinen oder der Imam weint und dann bist du ja nicht sozusagen durch diesen Einfluss, ja, weil die anderen gerade in Trauer sind oder weinen, weinst du auch, ja, weil die Situation dich dazu bringt.
Aber diese besonderen Personen, und es kann sein, dass du auch dadurch belohnt wirst, ja, wenn du wirklich aufrichtig dann weinst für Allah subhanahu wa ta'ala, weil dann diese Worte, die Worte deines Herrn und dieser Zustand des Gebets und der Demut dich getroffen haben. Aber in diesem Vers, diese besonderen sieben Arten von Menschen, was ist mit denen, liebe Geschwister? Nein. Dieser Mensch, wenn er ganz alleine ist, kein Mensch sieht ihn, kein Mensch hört ihn, er denkt an Allah. Er denkt an die Belohnung Allahs. Er denkt an die Strafe Allahs. Er denkt an die Barmherzigkeit Allahs. Er denkt an die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah ihn erschaffen hat, dass Allah ihn recht geleitet hat, dass Allah ihm so viel Gutes gegeben hat. Er denkt an seine Sünden und warum er so viel sündigt etc. Und wegen der Ehrfurcht in seinem Herzen fängt er an, Tränen zu vergießen. Wenn du so einer bist, frohe Botschaft. Frohe Botschaft, inshallah, bist du einer, der an diesem Tag unter dem Schatten von dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala sein wird. Liebe Geschwister, dieser Tag der Auferstehung ist ein gewaltiger Tag. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Tag, wie wir am Anfang schon gesagt haben, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Die Menschen sehen diesen Tag der Auferstehung, als wäre er sehr, sehr weit entfernt. Aber Allah sagt, وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Und wir, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir sehen ihn sehr, sehr nah. Er ist sehr, sehr nah. اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ. Die Stunde, der Tag der Auferstehung ist näher gekommen zu den Menschen, aber sie sind in Ghafla. Sie sind beschäftigt, ja, mit Blödsinn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمْ. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. Wahrlich, das Beben vom Tag der Auferstehung ist eine gewaltige Angelegenheit. Der Tag, an dem die stillende Mutter ihre Säuglinge vergessen werden. Ihre Säuglinge vergessen werden. Und an dem Tag, an dem du die Menschen trunken siehst, aber sie werden nicht trunken sein, aber vielmehr wird die Strafe deines Herrn gewaltig sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Suratul Qamar, Allah sagt, يقول الكافرون هذا يوم عسر. Die Kuffar werden sagen, dieser Tag ist wahrlich ein sehr, sehr strenger Tag. Allah sagt im Koran in der gleichen Sura, أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Ja, Allah sagt in diesem Vers über diesen Tag, بل الساعة موعدهم. Der Tag der Auferstehung, das ist ihr Termin. Das ist ihr Termin. وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ. Und dieser Tag ist sehr, sehr bitter. Dieser Tag wird eine sehr, sehr große Prüfung sein, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala nennt diesen Tag يَوْمُ التَّغَابُن. Der Tag, an dem die Menschen التَّغَابُن leben werden. Ja? Allah sagt, das ist der Tag des Schreckens. Der Tag der Ängste. Der Tag der Vernichtung. Der Tag der Dunkelheit. Allah Azza wa Jal spricht immer und immer und immer wieder über diesen Tag im Koran, damit wir was? Damit wir aufwachen, damit wir zurückkehren zu Allah, damit wir Tauba machen, damit wir inshallah anfangen, bevor es zu spät wird. Denn liebe Geschwister, wir leben gerade im Countdown und jeder einzelne von uns ist jeden Tag, in dem er schlafen geht, kommt er einen Tag seinem Tod und dem Tag der Auferstehung näher. Und ich sagte am Anfang der Oder ich nannte diesen Vortrag, morgen ist der Tag der Auferstehung, weil Allah subhanahu wa ta'ala nennt diesen Tag morgen. Oder er spricht über diesen Tag und er sagt über diesen Tag morgen. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin, wattaqu Allah. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Und eine jede Seele von euch soll schauen, was sie für morgen vorbereitet hat. Morgen, Allah sagt, nennt diesen Tag der Auferstehung morgen. Warum? Weil er sehr, sehr nah sein wird. Deswegen, liebe Geschwister, möge Allah uns alle recht leiten. Und möge Allah Azza wa Jalla uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah Azza wa Jalla uns unsere Augen öffnen. Die Augen unseres Herzens vor unseren Augen, die wir in unserem Kopf haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Strafe bewahren. Möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah unsere Taube annehmen. Möge Allah Azza wa Jalla uns
die Wahrheit als Wahrheit sehen lassen und die Falschheit als Falschheit erkennen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Taubatun Nasuh geben. Allah sagt im Koran, Ya ayyuhal ladina amanu, tubu ilallahi jami'an, la'allakum tuflihun. O ihr, die ihr glaubt, macht allesamt zusammen Tauba, sodass ihr vielleicht erfolgreich sein werdet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im anderen Vers, Ya ayyuhal ladina amanu, tubu ilallahi, taubatan nasuha, asa rabbukum an yaghfira lakum. Allah sagt, O ihr, die ihr glaubt, macht allesamt Tauba. Vielleicht wird Allah eure Sünden vergeben. Und deswegen, liebe Geschwister, nimmt diese Angelegenheit nicht als eine einfache Angelegenheit. Wir leben heute, aber wer gibt uns die Garantie, dass wir morgen früh auferstehen? Wer gibt uns die Garantie, wenn wir heute uns schlafen legen, dass wir morgen wieder auferwachen? Wer gibt uns die Garantie, wie lange wir noch leben? Deswegen sollen wir vorbereitet sein, liebe Geschwister. Und wie kann ein Mensch vorbereitet sein, wenn er unachtsam ist mit seinen Gebeten? Wenn er mal betet, nicht betet. Subhanallah, warum sind wir nicht so mit unseren Geldern? Wenn du Geld hast, wenn du Aktien hast, wenn du Gold besitzt, gehst du auch damit so um? Lässt du das einfach überall liegen, im Auto offen, alles? Nein, du wirst es gut beschützen, du wirst es gut bewahren. Das, was du besitzt, das, was dir wert ist. Ja, wie gehst du damit um? Mit deinen Wertsachen, mit deinem Handy, mit deiner Kreditkarte, mit deinem Portemonnaie. Wie gehst du mit deinem Schmuck um? Wie gehst du mit deinem Geld um? Mit deinen Aktien? Lässt du sie egal rumliegen, einfach so auf dem Schrank, überall auf dem Tisch? Ja, überall? Nein. Du wirst viel Sorge darum haben. Du wirst ein Safe haben. Und liebe Geschwister, warum nicht so mit unseren Taten? Warum gehen wir nicht so mit unseren guten Taten um? Denn, liebe Geschwister, mit unseren Sünden werden wir bezahlen müssen am Tage der Auferstehung. Wenn wir über andere Menschen lästern, wirst du mit deinen Sünden diesen Menschen, den du Unrecht getan hast, du wirst mit deinen guten Taten wirst du sie zurückbezahlen. Und wenn du keine guten Taten hast, wirst du ihre Sünden auf dein Konto nehmen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns dies belehrt im Hadith al-Muflis, der authentisch überliefert wurde. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns inshallah heute Tauba machen. Lasst uns zu Allah zurückkehren und zur Sunna des Propheten Muhammad zurückkehren. Lasst uns aufwachen von unserer Ghafla. Lasst uns jetzt und heute beginnen. Sag nicht morgen, der größte Fehler der Menschen ist At-Taswif. Dass du so sagst, morgen werde ich anfangen. Ramadan werde ich Tauba machen. Wenn ich 40 bin, werde ich Tauba machen. Wer garantiert dir die 40 Jahre? Wer garantiert dir Ramadan? Wallahi, wie viele von uns sterben jeden Tag? Wie viele Menschen sterben momentan jeden Tag? Junge Menschen, alte Menschen, gesunde Menschen, kranke Menschen, reiche Menschen, arme Menschen. Der Todesengel kennt kein Alter und er kennt keine Gesundheit und der macht vor nichts Halt. Er hat einen Befehl, Seelen abzuholen, und er holt jeden Tag zehntausende Seelen auf diese Erde ab. Egal in welchem Alter sie sind. Egal, wo sie auf der Erde sind. Egal, was sie, in welchem Zustand sie gerade sind. Und deswegen, liebe Geschwister, subhanallah, wie der Mensch nur ist, subhanallah. Ja, schaut, wie die Menschen gerade eine Panik haben und Angst haben vor einem Coronavirus. Vor einem kleinen Virus. Aber sie fürchten nicht den Schöpfer der Welten, subhanallah. Sie fürchten nicht denjenigen, der sie bestrafen kann. Aber sie fürchten einen kleinen Virus. Sie fürchten Hunger, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ja, derjenige ist, der die Guten und die Bösen, die Satane unter den Dschinn versorgt. Wie kannst du dann Angst haben vor der Versorgung, dass du nicht versorgt wirst? Allah versorgt die Schweine und die Affen. Allah versorgt seine Feinde. Allah versorgt die Satane sind was? Sind aus Dschinn. Und die Dschinn ist die Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Unter ihnen sind Gläubige und unter ihnen sind Ungläubige, so wie bei uns Menschen. Ja, subhanallah, diese Shayatin, diese Dschinn, Allah versorgt sie. Allah versorgt seine Feinde. Seine Feinde wie die, die gegen seine Religion kämpfen und die gegen die Gläubigen kämpfen und töten. Ja, diese Soldaten, die Morde begehen und die allgemein, die bösen Menschen, die Sünder, subhanallah, die Sünder. Homosexuelle, Mörder, Vergewaltiger, subhanallah, die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala ist so gewaltig, dass er selbst diesen Menschen, die er verabscheut, ein Teil seiner Barmherzigkeit erreicht sie auch. Er versorgt sie.
Sie haben vielleicht, sie genießen Gesundheit. Subhanallah, wie kannst du dann so wenig Glaube an Allah haben, so wenig Liebe und Hoffnung auf Allah haben, dass du vielleicht morgen den Hungertod stirbst? Vielmehr solltest du Angst haben, in welchem Zustand du stirbst. Du brauchst keine Angst zu haben, wann du stirbst, weil dieser Tag steht schon fest. Der Tag steht schon fest, wann du sterben wirst. Und wallahi wa billahi wa tallah, du wirst an diesem Tag sterben. Coronavirus oder Gesundheit. Jung oder alt. Reich oder arm. Schön oder hässlich. Wallahi, du wirst sterben. Wenn Allah für dich geschrieben hat, dass du morgen stirbst, wallahi, du wirst morgen sterben. Auch wenn du kerngesund bist und 18 Jahre alt bist. Und das, so sollte der Glaube eines Muslims sein, subhanallah. Fürchte dich nicht, wann du stirbst. Vielmehr fürchte dich, wie du stirbst. Wie wirst du zu Allah zurückkehren? Wirst du zu Allah zurückkehren als ein Betender? Einer, der seine Gebete erfüllt hat. Einer, der seine Zakat abgegeben hat. Einer, der seine Hajj gemacht hat, als er die Möglichkeit hatte, Hajj zu machen. Schaut, du hast vielleicht oft die Möglichkeit gehabt, Hajj zu machen. Wallah, ich kenne Geschwister. Ich kenne Geschwister, die hunderttausende Euros haben. Und wallahi, ich kenne Geschwister, die Millionen haben sogar. Millionen, Millionäre. Wallahi, ich kenne mehrere Millionäre. Und ich kenne unter diesen Millionäre mehrere, die gesund sind und jung sind. Und sie waren an allen Orten dieser Erde. Sie waren auf den Malediven und sie waren dutzende Male in Dubai. Aber sie waren nicht in Mekka al-Mukarrama. Sie waren nicht beim Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben ihr Herz, ihre Rifla, ihre Unachtsamkeit, ihre Sünden haben sie davon abgehalten, dass sie diesen Wunsch hatten. Ja, statt dass sie diesen Wunsch haben, Gäste bei Allah subhanahu wa ta'ala zu sein, an diesem schönen Haus Allah subhanahu wa ta'ala zu sein, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu laufen pflegte und Tawaf gemacht hat, an diesem schönen Ort, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, wo Ibrahim al-Khalil, Khalil al-Rahman war, und Tawaf machte, Ismail und viele andere Propheten dort gelebt haben und gelaufen sind und Allah dort gedient haben. Subhanallah, dort diese Kaaba, die von den Engeln aufgebaut wurde. Dort an diesem Ort, wo deine Gebete mal 100.000 gerechnet wird. Ein Gebet für mal 100.000. Ein Gebet zählt wie 100.000 Gebete anderswo. Ja, ihre Sünden haben sie dazu gebracht, dass sie gerne nach Dubai wollten. Dass sie gerne in die Malediven reisen wollten. Und an diesem Ort und jenem Ort und nach Spanien und nach London und Paris. Wal-iyadu billah. Was für ein Miskin. Was für ein Miskin, was für ein armer Mensch. Was für ein armseliger Mensch, subhanallah. Aber ihr Herz hat sie nicht dazu gelenkt. Ihre Sünden vielleicht hat sie davor ferngehalten, diese Ehre zu haben, an diesem wunderschönen Ort zu gehen und dort eine Säule des Islams zu erfüllen. Dort diese Pflicht zu erfüllen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Hajjul Mabrur, Laysa lahul Jaza, Illa al-Jannah. Eine angenommene Hajj, eine schöne, eine richtige Hajj, Pilgerreise, sie hat keinen anderen Lohn, außer das Paradies von Allah. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte in einem anderen Hadith, Derjenige, der einen Hajj macht und sie richtig vollzieht, ohne zu sündigen, er wird von der Hajj zurückkehren, wie der Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Wie an dem Tag, an dem seine Mutter ihn gebärte. Das heißt weiß, komplett weiß, sündenfrei. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es für uns wichtig, dass wir erkennen, die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala erkennen. Ja? Dass wir diese Gnaden erkennen. Wenn du die Möglichkeit hast, Hajj zu machen, mach Hajj. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah sagt, eilt zu der Vergebung eures Herrn und zum Paradies. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, badiru, beeilt euch zu guten Taten, bevor es zu spät ist, bevor Fitna kommt. Subhanallah, schaut auf diese Worte des Propheten Muhammad. Er sagte, badiru, beeilt euch mit den guten Taten, bevor die Zeiten der Fitna kommt.
Schaut, liebe Geschwister, jetzt gerade, die Grenzen sind geschlossen. Du bist gesund, du bist gesund, du hast Geld, du möchtest jetzt gerne Umrah machen. Diese gewaltige Tat im Islam, eine Umrah zu machen, eine Hajj zu machen. Aber dir wird es untersagt. Letztes Jahr war es nicht untersagt. Du hattest die Möglichkeit, aber du hast die Möglichkeit nicht ergriffen. Du wolltest lieber Strand, Luxus, ein fettes Buffet in der Türkei oder anderswo. Subhanallah. Allahu musta'an. Möge Allah Azza wa Jalla uns recht halten. Möge Allah uns aufwachen lassen von unserer Raffla, in der wir leben. Möge Allah Azza wa Jalla uns recht halten, liebe Geschwister. Und inshallah werde ich im nächsten Vortrag weitermachen über den Tag der Auferstehung. Und zwar über das Paradies und das Höllenfeuer. Beziehungsweise ich werde die Beschreibung des Höllenfeuers inshallah als erstes durchnehmen. Möge Allah uns davor bewahren. Und dann werde ich inshallah über das Paradies sprechen. Bi'idhnillah, möge Allah uns allesamt zu den Paradiesbewohnern zählen und gehören lassen und uns unsere Sünden vergeben. Jazakumullahu khairan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma raddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma raddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma shfi mardana wa marda al muslimin وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حبك ورضاك والجنة. نسألك حبك ورضاك والجنة. نسألك حبك ورضاك والجنة. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم لا تعذبنا بالنار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم وفقنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن إخواني المستضعفين في كل مكان. كل إخواني المستضعفين في كل مكان. كل إخواني المستضعفين في الشام وفي العراق وفي اليمن. اللهم كل إخواني المستضعفين في الهند والصين. اللهم كل إخواني المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا من عندك. اللهم اطعمهم واسقهم واكسهم. اللهم اشف مرضاهم ودوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن لهم يا رب العالمين. كن لهم وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم تقصر رحم مشايخنا وإخواننا وأخواتنا من سجون الطواغيت الظالمين. اللهم تقصر رحمهم. اللهم تقصر رحمهم. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسر مشايخنا من سجون الطواغيت يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كل سوء وبلاء. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدائك عداء الدين. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا ولعنهم لعنا كبيرا يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا ربنا. اللهم إني نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والبخل والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اذهب عنا البأس يا رب البأس. يا رب الناس اذهب البأس. اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما. اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ادفع عن جميع المؤمنين شر البلاء. اللهم ادفع عن المسلمين
هذه هذا المرض يا رب العالمين. اللهم إن نعوذك من جميع الأسقام، اللهم إن نعوذك من سيء الأسقام. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إن نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم اعتق رقابنا من نار جهنم، اللهم اعتقنا من النار يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اجعلنا من عبادك الصادقين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الصادقين، اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا توفنا وأنت راض عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.